Eigentlich ist es selbstverständlich. Wir drehen den Wasserhahn auf und das Wasser rinnt. Ob kalt oder warm, immer und jeden Tag. Aber damit wir jeden Tag frisches Wasser aus der Leitung bekommen, haben die Angestellten der österreichischen Wasserversorger alle Hände voll zu tun. Bei den Wasserversorgern arbeiten Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Bei Rohrlegungen, im Chemielabor, im Bereich Mechatronik und bei der Erstellung von technischen Zeichnungen. Technische Zeichner und Zeichnerinnen planen die Wasserleitungen so, dass möglichst jeder Haushalt im Versorgungsbereich an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen werden kann. Um als technische Zeichnerin oder Zeichner arbeiten zu können, braucht man eine gute, fachgerechte Ausbildung. Personen, die gerne zeichnen und ein gutes Vorstellungsvermögen haben, sind für diesen Beruf geeignet. Die Planung ist der erste Schritt. Als nächstes folgt die Verlegung der Wasserleitungen. Dafür zuständig sind Rohrlegerinnen und Rohrleger. Der Lehrberuf Tiefbauerin, Tiefbauer vermittelt die erforderlichen Kompetenzen dafür. In diesem Beruf arbeitet man im Freien. Handwerkliche Fähigkeiten und technisches Verständnis sind Voraussetzung dafür. Die Trinkwassereignung des Rohrmaterials sowie die Dichtheit der verlegten Rohre stehen an erster Stelle. Die fachgerechte Verlegung der Rohrleitungen erhöht deren Lebensdauer und minimiert das Risiko eventueller Rohrgebrechen. Somit tragen Menschen, die Rohre verlegen, eine große Verantwortung. Das Wasser fließt nicht immer von alleine und muss, zum Beispiel bei Brunnen, mit Hilfe von Pumpen an die Oberfläche gefördert werden. Um den Wassertransport allgemein überwachen und steuern zu können, zum Beispiel Behälterwasserstände, Durchflussmengen, Pumpensteuerungen und Druckregelungen, sind verschiedenste Anlagen notwendig. Für diese Aufgaben werden Mechatronikerinnen und Mechatroniker eingestellt. Diese Berufsgruppe ist spezialisiert auf elektrische, pneumatische und hydraulische Steuerungstechniken. Also ein sehr vielseitig einsetzbarer Beruf in einem Wasserversorgungsunternehmen. Da unser Trinkwasser das wichtigste Lebensmittel ist, wird die Qualität laufend streng überprüft. Diese Untersuchungen werden in speziellen Labors durchgeführt, wo Chemielaborantinnen und Laboranten die Zusammensetzung unseres Trinkwassers bestimmen, analysieren und kontrollieren. Dieser Beruf ist für Personen geeignet, die sich für Zusammensetzungen verschiedenster Wirkstoffe bzw. Wasserinhaltsstoffe interessieren und gerne mit Mess- und Laborgeräten hantieren. Wasserversorgungsunternehmen in Österreich sind verpflichtet, die Anlagen in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und dafür Vorsorge zu treffen, dass negative Beeinflussungen des Trinkwassers vermieden werden. Zertifizierte Wassermeisterinnen und Wassermeister sind engagiert dafür tätig, dass die Kundinnen und Kunden jederzeit über Trinkwasser in ausreichender Menge, einwandfreier Qualität und mit dem erforderlichen Druck verfügen. Und sie sind verantwortlich für den Betrieb und die Instandhaltung der Anlagen. Für die Ausbildung muss man mindestens eine 9-monatige Praxis in einem Wasserversorgungsunternehmen nachweisen, einen einwöchigen Wassermeister-Vorbereitungskurs absolvieren und die entsprechende Prüfung ablegen. Alle genannten Berufe in der Wasserversorgung garantieren, dass frisches, sauberes Trinkwasser zu jeder Tages- und Nachtzeit aus dem Wasserhahn fließt. Mehr zum Thema Wasser und Wasserversorgung gibt es auf www.wasserwerk.at und www.generationblue.at, der Jugendwasserplattform des Lebensministeriums.